Ja, in meinem heutigen Beauty-Quick-Tipp geht es nämlich um Eyeliner. Denn da stellt sich nämlich schon mal die Frage, Eyeliner, was ist denn überhaupt der richtige Eyeliner für mich? Es gibt nämlich einen Flüssig-Eyeliner, so einen, wie ich jetzt gerade drauf habe. Ich habe heute tatsächlich hier den Lash Domination Eyeliner von Bare Minerals drauf. Dafür sollte man wirklich ein ruhiges Händchen haben und schon ein wenig Übung haben. Ich mache das immer so, dass ich geradeaus in den Spiegel schaue, mir dann erstmal die äußere Linie setze und erst dann den Rest ziehe. Weil wenn man nämlich anfängt, das vorne macht und nach hinten auswandern lässt, dann weiß man überhaupt nicht, bis wohin die Spitze eigentlich gehen soll. Dafür braucht man allerdings wirklich ein ruhiges Händchen und es braucht auch ein bisschen Übung. Ist mit das Schwierigste beim Make-up machen. Das andere ist so ein schöner Kajalstift. Den gibt es in ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten. Als Kohlkajalstift, als Wachsstift. Und hierbei, das zeige ich jetzt auch, den habe ich schon zum Beispiel unten aufgetragen. Das kann man auch nur mit so einem Kajalstift machen. Da habe ich den Kajalstift komplett auf die Wasserlinie aufgetragen. Und das Gleiche kann ich eben auch mit dem Stift oben machen. Und dann einfach hinterher mit den Fingern oder einem Q-Tip ganz leicht ausschattieren und somit ein wunderschönes Smoky Eye schaffen. Das ist übrigens die allereinfachste Variante, sich ein Smoky Eye zu schminken oder überhaupt so ein sehr ausdrucksstarkes Auge. Viele Frauen fragen dann immer wieder, ja, dann sehen meine Augen so klein aus. Natürlich ist es keine Technik, mit der man sich riesengroße Augen schminkt, aber es sieht so schön ausdrucksstark hinterher aus, dass ich finde, dass es einen viel, viel schöneren Effekt macht. Und wie gesagt, es ist auch gar nicht schlimm, wenn man da mal daneben geht, wie jetzt zum Beispiel hier. Dann nehme ich einfach hinterher den Q-Tip und schattiere es ganz leicht aus. Das zweite Auge mache ich jetzt auch noch. Und dann gibt es noch ganz viele weitere Tipps auf dem QVC Beauty-Kanal dazu.